So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Gulberg. Wir spielen in der Mitte. Und zwar haben wir es besonders kompliziert gemacht. Wir nehmen uns Malzahar. Ich spiele aktuell auf Gold 4. Wir spielen gegen den Hari 224 mit Echo Fresh in der Mitte. Ich wollte eigentlich erst Brand spielen, aber gegen Echo dachte ich mir, habe ich mit Brand bestimmt noch weniger Spaß als mit Malta. Ja, Echo hat den großen Vorteil am Anfang, dass er ziemlich for free mit seinem Attack Speed die Wave reinpushen kann. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn ich Malta spiele. Mit Brand habe ich mich da nicht so wohl gefühlt. Killpotenzial bei Echo. Ich kann ihn bursten, wenn er die Ulti macht. Mystic. Ja, ansonsten wird es darauf hinauslaufen, dass ich hauptsächlich versuche zu farmen. Ich habe mein TP dabei. Guck mal, ob ich auf der Botlane Kills machen kann. Twitch, Lulu gegen Thresh, Vayne. Ja, da müssen wir mal gucken. Genau, ansonsten, das ist mein zweites Spiel. Eigentlich hatte ich schon ein anderes zweites Spiel, aber da haben die Gegner ein Remake gefordert, weil der Jungle nicht da war. Mein erstes Spiel war gegen As mit Azir in der Mitte, gegen Vel'Koz. Da habe ich derbe reingefeedet. Und er pusht, wer hätte es gedacht? Große Überraschung, ich muss gleich dagegen pushen. So. Ja, typisches Echo-Spiel. Also, da kann man am Anfang echt nichts dagegen tun, außer abwarten und Tee trinken. Jo, genau so. So. Gucken, dass mich der zweite Teil wenigstens nicht trifft. Und den Minion bekommen. Ja, er hat 4 CS, ich habe 4 CS. Mit dem Leben ist natürlich sehr ärgerlich. So. So, beim Casten von eurem E müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Dass ihr ihn nicht trefft. Nein, dass auf jeden Fall ein Minion in der Nähe ist, wenn euer Minion stirbt. Da gerade die Melee-Minions euch öfter gerne mal trollen. Ich glaube, ich lasse ihn hier einfach reinpushen, wenn eine zweite Wave kommt, ja. Da gerade die Melee-Minions euch öfter gerne mal trollen. Ups, da war ein Leck. Ah. Ich glaube, er denkt, ich tue ihm den Gefallen und gehe zu nah hin. Und den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Da opfere ich lieber meine ganzen Tränke. Anstatt in irgendeiner Idee drauf zu kommen. So. Sieht die Wave schon deutlich besser aus. Jo. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das Absicht von ihm war, dass er da mein E genommen hat. Wichtig zu wissen ist, euer E springt, wenn der Träger eures Es, wir wollen es mal so formulieren, der Träger eures Es stirbt, dann springt euer E weiter und ihr bekommt Mana als Malzahar wieder zurück. Deswegen habe ich so viel Mana gerade. So, da kriegt ihr noch ein bisschen Poke Damage von mir rein. Lee Sin war Topside, deswegen pushe ich jetzt, warte ich mal hier die Seite. Will eigentlich noch unter den Tower pushen. Und sehe wohl, dass ich die falschen Masteries habe. Das ist aber gar nicht so dramatisch. Ich habe die Cookies dabei, was ich eigentlich haben wollte. Die Stopwatch habe ich wahrscheinlich auch. Genau, was ich eigentlich haben wollte, ist aber die Stopwatch. Und die Cosmic Insight wegen der Cooldown Reduction. Das ist ganz nice. Mehr Es bedeutet mehr Wave Clear bedeutet mehr Malzahar. So, dann mache ich mal den ersten Cookie rein. Seht schon, echt langweilige Lane. Also ich meine, ich pushe ja einfach nur wie ein Bekloppter, versuche dabei nicht vom Lee Sin gegankt zu werden. Und ja, mach was Malzahar so tut. Schau ich mal, dass die Wave einmal ganz unter den Tower kommt. Soweit so schön. CS habe ich sogar mehr als er. Und er ist oben. Pretty easy, würde ich sagen, bis jetzt. Großes Problem an Malzahar ist, wenn man einmal seine Fähigkeiten auf die Wave gecastet hat, greifen einen die meisten Gegner, weil sie natürlich nicht saudumm sind, an, weil sie wissen, man kann nichts dagegen tun. So, ich gucke mal, ob ich hier Bots halt irgendwas machen kann. Ne, die kriegen das selber gebacken. Nice, und der Echo-TP war komplett sinnlos. Das heißt, er verpasst in der Mitte eine riesen Wave. Good job, Boys. Kann man da schon mal schreiben. Sehr nice.
So, Echo TP kann man auch noch pingen. Ah, er dachte halt, die committen weiter und hat sich deswegen da rein tippiert, war ein bisschen zu ungeduldig. Hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn er noch ein, zwei Sekunden gewartet hätte. Mir soll es recht sein. Ich kann jetzt erstmal pushen. Und ihn noch ein bisschen silenzen. Weil er das ja so gerne hat. So. Genau. Soweit alles so schön. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Aber dafür habe ich jetzt Ulti hier. Das ist aber wieder die Geschichte. Er kann sich für End oder Weder entscheiden. Er kann entweder mich übelst abfucken, indem er auf mich engaged. Oder er macht seine CS. Mir soll es recht sein. So. Ja, okay. Welch unerwartetes Spiel. So, und die Minions fucken mich ab. Nope, Stopwatch. Hätte ja klappen können, aber nice try. Good job, Kayle. Ah, was für ein nice Roam. Ja, naja, also der Gedanke war folgendes. Ihr habt es vielleicht gesehen, es lief genauso, wie ich es mir gedacht habe. Lulu war da, also war Echo greedy und dachte, er kann mich diven. Und dann habe ich ihn instant geultet, damit er eben nicht mehr zu mir hinkommt mit seinem zweiten Jump. Der war dann auf Cooldown und als er dann raus ist, um sein Q zu casten, habe ich meine Stopwatch gedrückt. Und dann ist das Q ins Leere gegangen und Kayle hat ganz easy entspannt aufgeräumt. Warum auch immer hat Echo seine Ulti. Entweder er hat sie benutzt und beschissen oder er hat sie gar nicht benutzt. Ja, und deswegen sah das gerade ziemlich nice aus. So, läuft schon deutlich besser als mit Azir, meinem letzten Spiel. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den hier noch ein bisschen nerven. So, kriegt ihr gleich nochmal eine Malefic Vision. Malefic? 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 Schwieriges Wort zum Aussprechen. Ja, genau. Wie bereits angekündigt, läuft es darauf hinaus, dass ich hier rumlaufe und wie ein Bekloppter pushe. Ja, schade, meine Pink Ward ist für den Arsch, aber er hat wenigstens keine Ward mehr in dem Busch und verliert CS. Jo. Also nicht verstanden hat, dass er ziemlich einfach gegankt wird, mit meinen Spells getroffen wird, wenn er so problemlos an die Minions einfach hinläuft. So, er wird wahrscheinlich wieder um die Ecke warten und versuchen, in irgendeiner Form auf den Keks zu gehen. Und Top Lane hat den Killing Spree. Nice Scheiß. So. Bot Lane pushen ist schwer. Deep Ward Bot, so I can TP. Da kann ich nicht hin TPen, so, das ist nicht nah genug dran. Außer sie diven. Ja, das werden sie nicht tun. Naja, das könnte ein Kill für die Botlane sein. Exhaust, okay. Ja, sieht trotzdem gut aus hier. Echo ist Miss. Ja, Echo ist Dreh. So. Ja, ich mache wieder das, was Malzahar eben so tut. Pushen. Also, skillmäßig ist das jetzt nicht so der komplexeste Champion, ja. Ich muss jetzt hier mal nur gucken, dass die. What? Was ist das denn für eine Pink Ward? Bin ich demoted worden zwischendurch? Nein.
So, please, Mili-Minions, nicht abfacken. Ja, und er fuckt mich ab. Eine Sau. Das ist das, was euch passieren kann, das Malzer. Ist asozial. Kann man wenig dagegen tun. So, wenn Thresh sein. Nice. Wenn Thresh sein Hook landet, dann hätten wir ihn fast töten können. Ja, das ist okay, das nehme ich. Weiß besonders motivierend heute, sehr schön. Wir machen den Mid-Tower. Okay, das sah natürlich ziemlich nice aus. So. Ja, ich pushe den Echo natürlich weiter rein. Er will einfach nicht, dass ich ihm das E in die Fresse knalle. Da! Okay. Oh, du, du, du. Okay. Der Movement Speed, aber ich habe noch einen TP und einen Flash. Die merkt jetzt schon. So. Kaufe das und das. Und TP auf den Tower. Gut. So. Keinen einzigen Minion verpasst, also absolut perfekt. Genauso war das gedacht. Echo ist Mist, da sage ich meinem Team mal lieber Bescheid. Toplane hat den ersten Tower, absolut perfekt. Nur leider habe ich mein TP diesmal nicht für die Botlane, da wo ich es wahrscheinlich gebraucht hätte. Bin auf dem Weg. Ja. Wieso sie ihren TP nicht abbricht? Ja, ich ulte den mal und dann läuft die Geschichte. Okay, unser Kayle hat beschlossen, abzugehen. So, Wayne hat auch verstanden, was ich hier sagen wollte, nämlich, dass die beiden bitte Mitte dürfen, damit wir den Bot Tower bekommen. Absolut perfekt. Ja, unser Kayle eskaliert. Aber das ist eine nice Pick Ward auf jeden Fall. So. Ich frage mal ganz lieb nach, ob ich den hier haben darf. Nice. Zack. TY. So. Hier hat mich jemand gespottet. Jetzt wäre eigentlich die Zeit, den Mid Tower zu nehmen. Thresh macht einen Hook. Blub. So, Botlane ist Mist. Twitch könnte auf uns eröffnen. Da muss man ein bisschen aufpassen. So wie es aussieht, haben es die anderen aber auch verstanden. Na, sie haben es vielleicht auch nicht verstanden. Was machen wir da am besten draus? Aktuell erstmal gar nichts. Tja, chillen würde ich sagen. Das Wichtige ist nur, dass man eh einmal hier auf den ganzen Sachen drauf ist. Wenn das der Fall ist, alles halb so wild. Zumal unser Toplaner Godlike 7 Kills ist und Stinger und Ginsus hat. Okay. Good job, Top, würde ich da mal sagen.
Hier gegen den Tower. Wenn Twitch kommt, habe ich Ulti. Ah, Twitch ist Topside, okay. Und Infernal in 47. B and Infernal. So. Ich hole mir mal die Sorcerer Boots und dann hole ich mir mal die Haunting Guys. Das ist ziemlich Standard wegen Ability Power und Mana. Nicht verkehrt, wobei die Mana-Probleme eben nicht das Hauptding sind, da ihr 27 Mana dazu bekommt jedes Mal, wenn ihr ein Minion tötet. Aber es ist natürlich mehr, wenn ihr mehr Mana habt, weil das hier 2% der Max des maximalen Manas ist. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, nicht Mana Regen zu kaufen auf Malzahar, sondern Flat Mana. So, ich pushe noch mal kurz die Wave raus. War jetzt noch nicht am Infernal. Deswegen ist es gar nicht so clever, dass sie den jetzt gestartet haben. Wenn mir einmal zu nahe kommt, dann kriegt er einfach meinen Laser in die Fresse. Ja, okay. Pretty solid. So. Ich push mal weiter Mitte. Keine Ahnung, was mein Team macht. Wir suchen hier Glück im Jungle. Du. Mit Twitch hier war das eine gefährliche Art zu laufen. Okay. So, ich hoffe einfach, dass die da rauskommen, wissen, was sie tun und ich hier entspannt weiter die Mitte pushen kann. Ich habe jetzt nicht so die Mega-Plays hier am Start, ne? Also am Anfang hatte ich mal eins mit der Stopwatch. Das war ganz geil. Aber abgesehen davon hatte ich jetzt nicht die unfassbar krassen Plays am Start. Aber das Spiel wird auch eher so alleine von der Kayle gemacht. So, ich gucke hier nochmal, dass meine Malefic Vision alles tötet. Und lauf ganz entspannt raus. Zum Shoppen. Ja, ansonsten, ich bin immer kein Fan von diesen Jungle-Scharmützeln, außer man hat da echt eine gute Comp für, was in Choke Points ganz gut ist. Trotzdem hat es gerade einwandfrei funktioniert, die Stopwatch verkaufe ich nicht. Deswegen habe ich dann beschlossen, den Dragon zu benutzen, um die Mitte zu pushen. Your OTP Kayle. So. Jetzt versucht unser Kayle aber zu sterben. Ja. Das war wohl ein bisschen zu viel des Guten. Ich schnappe mir mal den Blue Buff. Noch ein Infernal. Was haben wir denn hier für Dragons am Start in diesem Spiel schon wieder? Das ist halt bisschen was, wo man sagen kann, ja, das hat mit Skill relativ wenig teilweise zu tun. Wenn ihr halt Glück mit den Infernals habt, ja, dann ist das alles kein Problem. No Ahli Echo, okay. Ich bleib mal auf der Botlane. Prinzipiell werde ich jetzt zeigen, dass ich weeden kann. Nein. Also, prinzipiell brauche ich für Twitch die Range, mein E und eine Ulti. Und, er ist Mitte, okay. Will ich dahin, Divin? Push lieber die Botlane noch eine Runde, glaube ich. Damit die hier schneller was zu tun haben. So, also prinzipiell habe ich vor Twitch nicht so krass Angst, zumal er vier. Ja, okay, er hat vier Kills und Ninja-Tabis. Ich tippe da auch mal rein in die Geschichte. Nice gespielt. No, das war vielleicht ein bisschen Overkill. So. Silence. Exhaust. Vielleicht habe ich ihn hier nochmal getroffen. Vermutlich nein. Aber den Lee killen wir auf jeden Fall noch. Genau. Und
Den killen wir auch noch. Nice. Überall einen Assist bekommen, was will man mehr? Rift Herald haben wir auch. Ja, das scheint ein schnelles Spiel zu werden. Was ist das denn für ein Damage? Lol. Das war einfach ein Q. So. Ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt zu backen. Jo. Die Ulti hat einen relativ kurzen Cooldown. Ich habe die erst im letzten Fight verwendet. Na, ich pushe hier nochmal die Wave durch. Und dann wäre der richtige Zeitpunkt zu backen. So. Bin ein bisschen außerhalb der Sichtrange. Wenn der Twitch jetzt auf mich engagen möchte, eh Ulti-Kombo, sollte kein Problem sein. Gut natürlich, dass die Voidlinge verraten, wo ich bin. Das ist super freundlich von ihnen. So. Wir haben hier den dritten Infernal. Itembuildmäßig kann man natürlich anpassen dementsprechend. Ich habe da jetzt mal relativ wenig verändert. Das Spiel geht aber auch relativ gut an mir vorbei. Ich habe 1-0-7. Ja, ich würde sagen, ich habe meinen Job getan. Ich habe die Mitte gepusht. Ja. Mehr gab es hier nicht zu tun in dem Spiel. Einmal der Bait, dass die Kelly die 2 Kills bekommt. Und das war es auch schon wieder. Der Echo war so fresh und clever und hat sich die Merc-Treads gekauft. Ist eine gute Idee gegen meine Ulti, weil die dann nur noch kürzer hält. Ansonsten eine QSS kann man schon kaufen, aber nicht auf Echo. Keinen zusätzlichen Nutzen, da ihr mit dem AD später nichts anfangen könnt. So. Push nochmal die Wave raus. Das seht ihr immer. Pushen, dann irgendwas machen. Ja, deswegen habe ich jetzt. Die Wave war zuerst in der Mitte. Man hätte sagen können, ja, war doch einfach mit der Wave. Nein. Immer die Wave pushen, dass irgendwo Druck auf der Karte ist, dass die Gegner in irgendeiner Form entweder reagieren müssen. Ja, das heißt, jemand würde Mitte deffen. Oder indem sie eben nicht reagieren, kriegen wir Damage auf den Tower for free, ohne uns irgendwie groß in Gefahr begeben zu müssen. So. Okay. Ich habe auf den Echo gewartet, bis er mit seiner Ulti wieder zurückspringt und ihn dann instant geultet. Ich glaube, wir brauchen keinen Baron Buff, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wir können einfach Mitte durchgehen. Lol. Ja, die Vi ist ein bisschen, nur weil sie am Gewinnen ist. Soll mir recht sein. 23-7. Ziemlich krasser Stomp. Joa. Okay. 23 Minuten Game, Mitte, Malta. Was soll ich sagen? 1-0-9. Ich habe ganz sicher nicht alleine das Spiel gecarried. Ich war einfach da. Ja, manchmal reicht doch einfach nur da zu sein und nicht zu feeden. Und ja, ansonsten schönes Spiel. Viel Erfolg, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis denn.